Hi, ich bin Norman, der Papa von Paul und Philipp. Paul ist jetzt 5 Jahre alt und Philipp 16 Monate. Und wir haben uns gestern einen neuen Kindersitz zugelegt und haben uns für das Modell Maxi-Cosi Titan Pro entschieden. Der machte haptisch und optisch einen sehr guten Eindruck und hat vor allem gute Sicherheitsfeatures. Und letzten Endes geht es ja bei einem Kindersitz genau um das, nämlich um die Sicherheit. Zum einen hat er eine sogenannte G-Cell-Technologie in Seitenwänden, die erhöht die Sicherheit beim Seitenaufprall. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Grow-Safe-System. Das heißt, es ist eine Arretierung der Kopfstütze in der niedrigen Stufe bei Verwendung des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes, dass man die Stütze halt nicht über ein bestimmtes Maß hinaus erhöhen kann, um davor zu schützen, falsche Einstellungen zu machen und möglicherweise das Kind zu gefährden. Das ist also auch eine sehr gute Funktion. Weitere Vorteile sind für mich, dass der Stoff sehr angenehm ist. Das ist ein Bambusstoff und gerade im Sommer schwitzen die Kinder ja sehr viel und oft in den Sitzen und werden dann unruhig. Und das ist hier also minimiert und sehr angenehm. Ich persönlich finde es sehr schön, dass im Hosenträgergurt unten eine Gummierung ist, sodass die an der Kleidung sehr gut haften und auch nicht verrutschen. Weil das hat man ja auch häufig das Problem sonst bei anderen Sitzen. Der Top-Vorteil für mich bei diesem Sitz ist allerdings, dass es ein gruppenübergreifender Sitz ist, von den Gruppen 1, 2, 3. Das heißt, ich kann es für ein Baby, für ein Kleinkind und für ein Kind verwenden. Einstieg ist da so bei 9 Monaten ungefähr, da haben die Kinder 9 Kilo. Und da kann man so zwischen 9 und 13 Kilo verwendet man noch ein sehr, sehr bequemes Kleinkind-Inlay. Philipp saß da sehr gut drin und auch sehr komfortabel, zumindest hat er sich nicht beschwert. Und wenn die Kinder dann etwas schwerer werden, so zwischen 13 und 18 Kilo, dann entfernt man dieses Kleinkind-Inlay, benutzt aber weiterhin den Hosenträgergurt. Und dann, wenn man in die Stufe 2, 3 übergeht, das sind mal circa Angaben, so zwischen circa 15 und 36 Kilo, also bis zum 12. Lebensjahr etwa, da verwendet man den fahrzeugeigenen Gurt. Und der Umbau funktioniert sehr einfach. Man muss es einmal gemacht haben, damit man das Prinzip verstanden hat, aber dann ist es sehr einfach. Und das Gute daran ist, dass man das komplette Gurtsystem, also sowohl den Schultergurt als auch die Schnalle unten im Sitz selbst verstauen kann, in extra dafür vorgesehenen Fächern, sodass man nicht separat in die Garage legen muss zum Beispiel und dann 2 Jahre später sucht und nicht findet. Ich finde, das ist auch ein Riesenvorteil, das könnte mir durchaus passieren. Und die Kinder saßen beide sehr gut darin, sowohl Philipp, den wir es getestet haben, als auch Paul dann in seiner Stufe. Der Einbau ist sehr einfach des gesamten Sitzes, funktioniert mit Hilfe der Isofix-Schienen und zumindest in der niedrigsten Stufe mit einem Top-Tesser, also ein Gurt, der hinten durchgezogen wird und auch hinter der Rücklehne verankert wird. Also alles sehr einfach und das Tolle ist natürlich, dass man nicht alle 2 Jahre einen neuen Kindersitz kaufen muss und dann eine ganze Bataillon an Kindersitzen im Lager oder in der Garage hat, sondern dass dieser Sitz praktisch intelligent ist und mitwächst. Wir sind bisher sehr zufrieden und denke, wir bleiben es auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.